Hallo und willkommen bei unserer Kochshow. Ich heiße Eva Birngruber und heute machen wir ein wunderbares Blumenkohlgericht. Interpretiert nach dem Blumenkohlauflauf mit Käse und Senf vom Jotam Otto Lengi und ich mache das Ganze vegan. Dazu gibt es einen wunderbaren St. Laurent vom Weingut Grassl aus Carnuntum. Den Blumenkohl bitte weich dämpfen, je nach Geschmack und auch nach Größe der Röschen, dauert so 10 bis 15 Minuten in etwa. Und dann brauchst du einen Topf, den du auch ins Rohr schieben kannst. So ein emaillierter eignet sich da ganz hervorragend. Da habe ich jetzt ein bisschen Olivenöl reingegeben und da werden wir mal den Zwiebel weich dünsten. Dauert ein paar Minuten. Aufpassen, dass nichts anbrennt. Sehr gut, immer ein bisschen im Auge behalten. Und die Zeit können wir nutzen. Und da bereiten wir gleich das vor, was dann später zum Gratinieren noch drüber kommt. Und zwar habe ich da ein Weißbrot, das ist schon ein bisschen altbacken und aus dem mache ich jetzt Semmelbrösel. Die schmeckt nämlich viel besser, als wenn man die gekauften Semmelbrösel nimmt. Man könnte natürlich auch eine alte Semmel reiben, ja, das geht auch. Und los geht's. So, die Brösel, die vermische ich mit ein bisschen von dem geriebenen Käse, also das ist jetzt kein echter Käse, sondern so auf, keine Ahnung, Kokosölbasis oder Cashew, ich weiß es jetzt gar nicht. Und grob gehackter Petersil kommt noch rein. Josef, du müsstest mal bitte wieder die Messer schleifen. Jawohl! Ja, bitte. So, da ist jetzt die Schüssel vielleicht ein bisschen zu klein bemessen. Aber das macht nichts, das brauchen wir erst später. Dann werden wir das noch vermischen. So, das ist mal dieses. Ich glaube, dass der Blumenkohl jetzt auch fertig ist. Jetzt rühre ich erstmal hier noch um. Ich nehme gleich dieses Messer und schaue, wie es dem geht. Ja, der ist weich gedünstet. Raus mit dem Blumenkohl. Ja, den lassen wir jetzt ein bisschen abkühlen und dann machen wir erst die Soße fertig. Der Zwiebel ist jetzt so, wie ich ihn haben will. Ganz ein bisschen gebräunt, schön weich und aromatisch. Und da kommt jetzt einmal Kreuzkümmel rein, der ganze. Da nehme ich so ungefähr 1,5 Teelöffel und Currypulver. Das wird ein bisschen zu viel werden. Einen halben Teelöffel in etwa. Das lassen wir jetzt ein bisschen andünsten. Jetzt kommen die Senfkörner dazu. Da gebe ich einen guten Teelöffel rein. Und das dünstet man wieder. Die fangen dann so ein bisschen an aufzuspringen. Ah, das duftet so herrlich. Und die Mischung aus Blumenkohl und Senf, die ist ja richtig gut. Gut, ich gebe da jetzt so eine Packung Hafer Cuisine rein. Der Otto Lengi nimmt Rahm, also Sahne. Und nachdem es wir ja heute vegan machen, kommt das da dazu. So. Mag ich ganz gerne. Da kommt gleich noch ein Salz rein. Ja, da gebe ich so einen dreiviertelten Teelöffel dazu. Ein bisschen mehr vielleicht sogar, weil im Blumenkohl habe ich noch nicht gesalzen. Das lassen wir mal aufkochen. Und wenn es kocht, rühre ich dann den Käse ein. Jetzt kommt der Blumenkohl
in die Soße rein. Das war ziemlich groß. Mal schauen, ob ich da überhaupt alles verwende. Naja, doch, weil der soll doch schön von der Soße überzogen sein, gell? Ah, das schmeckt so gut. Ich freue mich schon drauf. Ah ja, genau, das Backrohr müssen wir vorheizen, bitte auf 180 Grad Umluft. Fein. Na, das kommt alles rein. Diese Gewürze, die passen so gut zum Blumenkohl. Der hat ja eher so einen zarten Geschmack und das peppt es so richtig auf. Und der Käse und der Blumenkohl, die passen sowieso gut zusammen. Gut, das passt mal so. Und schaut mal, meine Weißbrotbrösel, den Petersil und den übrig gebliebenen Käse. Das vermische ich jetzt in einer entsprechend großen Schüssel. Und bevor ich das jetzt über den Blumenkohl gebe, putze ich noch den Rand hier, dass da nichts anbrennt. Schaut's. Und tut man sich dann auch nachher beim Abwaschen leichter. Gell, Josef? Danke. Bitte. So, jetzt kommt das noch drüber. Jetzt ab ins Rohr mit dem Blumenkohl für circa 12 Minuten und in der Zwischenzeit richte ich uns einen Salat her und decke den Tisch. Bis gleich. Ah. So, jetzt rutschen wir wieder ran. Danke sehr. Danke auch. Gut. Könntest du bitte den Salat austeilen und ich präsentiere den Wein? Also, ich habe vorher schon gesagt, es gibt den St. Laurent vom Weingut Grassl aus Göttlisbrunn in Carnuntum. Und St. Laurent ist eine tolle Rebsorte. Wieso ist der heilig? Achso, wie am St. Laurent. Sankt. Achso, der heißt, der ist nach einem heiligen Laurent oder Laurenz benannt, weil an dem Tag, an dem der Namenstag hat, da habe ich jetzt gerade vorher im Kalender nachgeschaut, das ist der 10. August, da beginnen sich die Beeren rot zu verfärben. Da schaust du jetzt, ja. Ist der einzige heilige Wein, oder wie? Anscheinend, also mir fällt jetzt kein anderer mit einem Sankt oder Saint ein. Pinot Grigio? Nein, warte mal. Sancho Wiese. Oh. Gott sei Dank nach dem heiligen Johannes. Giovanni ist, glaube ich, der Johannes. Ja. Jetzt hast du mich ganz draus gebracht. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich war. Mit den Weinheiligen müssen wir noch üben. Der Urban fällt mir noch ein, aber. Oh. Ja gut, aber das ist der Heilige, der bei den Weingütern überall immer noch steht als geschnitzte Figur oder gerne mal als Ölgewölbe wo hängt. Das Fasel. Jetzt muss ich mich konzentrieren, Josef. Erzähl was. Also ich mag St. Laurent sehr gerne. St. Laurent ist aus der Burgunderfamilie. Und dieser Wein, ich habe jetzt ganz kurz reingerochen, der riecht nach Holunderbeeren, nach diesen schwarzen Beeren. Riechst du das auch? Hm. Und ein bisschen nach Sauerkirschen. Es ist herrlich. Und am Gaumen schön straff, seidig, eine kühle Frucht hat er. Ja, was ich jetzt noch nicht gesagt habe, normalerweise greife ich ja bei Blumenkohl eher zu Weißwein. Ich habe mir aber gedacht, dass zu diesem doch eher üppigen Käse und zu dieser Sahnesoße, die ja eine falsche Sahnesoße ist, eigentlich auch Rotwein gut passen hat. Jetzt schauen wir einfach, wie uns das schmeckt. Aber ich bin überzeugt, dass das richtig gut ist. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Guten Appetit. Ein Reis hätte ich noch kochen können, aber das. Ja, das schmeckt einfach richtig gut. Und das Feine ist, dass man es eben vegan interpretieren kann. Was sagst du? Das
passt, ja? Ja. Ah, ich finde, das passt richtig gut. Ja. Weißt das halt. Du hast den Text und ich habe. Ja. Salat hast du ausgeteilt, schon Brotkosten haben. Danke. Ja, was wollte ich jetzt noch sagen? Danke fürs Zuschauen, abonniert unseren Kanal und das Rezept und wie es gemacht wird und auch wie ihr uns unterstützen könnt, das findet ihr in der Videobeschreibung. Das blende ich da oben ein, wie das funktioniert, um zur Videobeschreibung zu kommen. Ja, und das lassen wir uns. Wir lassen es uns jetzt schmecken. Auf die Heiligen. Genau. Und bis nächsten Freitag, freue mich schon. Sehr gut. Sehr gut.